Telefon. Ich spreche mit der Frau Voss. Um was geht's denn? Ja, Frau Voss, vielleicht können Sie sich ja noch an uns erinnern. Wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch gehabt und wir sind ja noch hier gerade in der Ausbildung zur Weberin und Besenbürstenbinder. Wir stehen ja jetzt gerade vor den Endprüfungen und seit 2005 werden auch unsere Blindenleiter nicht mehr vom Staat gefördert. Mhm. Da es Blindenvorkost nur noch auf Aufträge geherrscht hat, wollte ich Sie auch mal ganz öffentlich fragen, ob die Blinden einmalig für Sie eine Kleinigkeit herstellen dürfen. Also nur zur Unterstützung jetzt gerade vor der Prüfungszeit einmalig, Frau Post. Also Sie möchten mich unterstützen, weil ich bin ja blind. Okay. Ich bin blind und brauche Unterstützung. Schön, dass Sie mich anrufen. Was möchten Sie mir denn jetzt zukommen lassen? Ja, wir wollten Sie ja fragen, ob die Blinden auch für Sie einmalig eine Kleinigkeit herstellen dürfen. Nur zur Unterstützung, Frau Voss. Die können mich gerne unterstützen, die Blinden. Ich bin ja blind. Ich bin ja hier im Blindenverein. Aber nicht Sie, Frau Voss. Nicht Sie. Ich bin blind. Unsere Blinden brauchen eine Unterstützung. Na, das brauche ich doch. Darum rufen Sie doch jetzt an bei mir. Was reden Sie denn da? Ich bekomme Blindengeld, ich bekomme Hilfe, aber ich brauche noch eine Haushaltshilfe, die mir hilft beim Saubermachen. Ich taste mich ja den ganzen Tag hier durch die Wohnung. Ach so. Und da wollen Sie jetzt vorbeikommen und mir helfen, ja? Und unsere Blinden sollen bei Ihnen jetzt putzen, oder wie? Na, das ist doch in Ordnung. So tasten wir uns gemeinsam durch. Ist das okay, ja? Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, Ihnen auch. Passen Sie auf, wo Sie hingucken, ne? Ja, ja.